Hagebuttene. Ja, Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei Hagebuttene, genau. Ich wünsche erstmal allen lieben Kackhater noch ein frohes neues Jahr. Hoffe, ihr seid bisher gut reingekommen. Herr Wingler muss ja eigentlich bald rauskommen, aber der will irgendwie nicht so ganz. Beziehungsweise noch ist hier gar nichts passiert. Und heute befinden wir uns mal bei Ranger. Grüße und Hashtag Liebe. Und heute wird sich Neige rendert. Er führt sich komplett selbst vor. Drachenlord Stream 5.1.2022. Ja, ich kenn's wie immer noch nicht. Scheint ein Stream-Ausschnitt zu sein oder ein Zusammenschnitt von Ranger. Wollen wir doch mal hören, ne? Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja. Manche haben echt einfach den Arsch offen. Ich hoffe, bei euch ist der Tag besser als bei mir. Bei mir sind mal wieder die Hater komplett im Irrenwahn, im Psychowahn. Das ist wieder mal richtig typisch, ne? So Fresse aufreißen, aber das fehlt einfach zwischen den Ohren. Es ist auf jeden Fall mal wieder so ein typisches Verhalten von kleingeistigen Menschen, die noch kleingeistigere Taten vollbringen. Gut, was soll's. Von den Hatern erwarte ich mittlerweile eh nicht mehr sonderlich viel. Mir sagt man immer so, jeden Tag steht ein Dummer auf. In unserem Fall, jeden Tag stehen zwei Hater auf. Ach, ich weiß auch nicht, was ich davon noch halten soll. Das ist so ein... Okay, die übliche Schallplatte spielt. Aber die Lieder kennen wir schon alle. Total daneben verhalten. Jetzt hatten wir 17 Leute da, dann hatten wir nochmal 11 Leute da, von denen noch 5 ungefähr waren noch da, und dann sind nochmal 6 dazugekommen, dann hatten wir 11 da. Die 11 wurden dann von der Polizei erwischt, das ist jetzt nicht mal 10 Minuten her, nicht mal 20 Minuten her, und schon stehen wieder 5 vor meiner Haustür. Und nur weil die Hater mal wieder falsch informiert sind. Aber das ist ja nichts Neues. Die Bilder, die ich von deinem Haus gesehen habe, sind ja schlimm. Was haben die da veranstaltet? Ja, also ganz ehrlich, es wird immer schlimmer. Also das wird immer schlimmer. Das Verhalten, was die an den Tag legen, die werden jeden Tag aggressiver, die werden jeden Tag asozialer, die werden jeden Tag dümmer gefühlt. Es ist wirklich nicht lustig, ganz ehrlich. Es ist nicht lustig, was diese Herrschaften für einen Bullshit verzapfen. Das kann man echt nicht anders ausdrücken. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Auf der einen Seite machen sie sich immer drüber lustig, du dummer Sonderschüler. Und auf der anderen Seite benehmen sie sich schlimmer als jeder Sonderschüler, den ich kenne. Und ich kenne eine ganze Menge, da ich in der Sonderschule war. Genau. Ja, kennen sie alle. Kenne ich halt alle, mit denen ich in der Schule war. Von daher. So. Ja, auch heute noch, ist ja klar. Ja, also, die kennt ihr alle noch. Ja, ist klar, Rainer. Bist wieder super vernetzt. Ja gut, bisher nichts Neues. Hater bauen Scheiße, werden von Tag zu Tag dümmer. Kennt man. Und ja, mal sehen. Aber gut, sind ja auch heute 42 Minuten. Also das wird ein bisschen länger dauern. 5 Jahre ging über mir und 5 Jahre ging unter mir. In der Zeit, in der ich in der Schule war, kenne ich eigentlich alle halt. Und das sind halt ein paar hundert Menschen. Und keiner von denen. Es gab ein paar Asoziale, definitiv. Es gibt auch ein paar, die auf durchaus dem Niveau von den Hatern hier vor der Haustür sind. Aber das ist mal einer unter 50 oder so. Und ich kenne knapp 200-300 Leute, die halt auch in der Sonderschule waren. Und keiner von denen wäre auf die Idee gekommen, so einen Bullshit zu verzapfen. Es ist halt jedes Mal dasselbe so. Das Problem bei den Hatern ist, die machen das Maul auf noch bevor im Gehirn, also zwischen den Ohren, was angekommen ist. Also, was meinst du mit falsch informiert? Ja, die Hater glauben alle, dass ich heute ausziehe. Stimmt aber nicht. Das habe ich so auch, glaube ich, nie gesagt, dass ich am 5. ausziehe. Das habe ich so nie behauptet. Ah, jetzt wurden sie von den Grünen erwischt. Es ist eigentlich... Oh, die Grünen rennen da auch rum. Na sowas. Parteiveranstaltung haben sie auch noch vorm Haus. Na gut. Blau sind sie ja mittlerweile eigentlich. Ist es eigentlich beleidigend, wenn man zur Polizei die Grünen oder die Blauen sagt? Eigentlich nicht, ne? Weil es ist ja lediglich die Autofarbe halt. Es kommt auch drauf an. Nur wenn du sagst, die machen wieder blau. Aber sonst...
ist die Farbe eigentlich egal. Also, aber nicht, dass er hier wieder was lostritt irgendwie. Und dann kommt jetzt hier wieder irgendwer auf den Plan und verbietet jetzt auch noch das. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich, welchen Beamten man dann hat. Hast du, nee, hast das nicht du selbst gesagt mit dem fünften? Ich glaube mich zu erinnern, dass mein genauer Wortlaut war bis zum fünften, nicht am fünften. Das war mein Wortlaut. Oh. Ja, auch wenn das der Lordlaut. Der Lordlaut. Ja, manchmal freudscher Versprecher, perfekt. Wenn das der genaue Wortlaut war, dann wird das ja trotzdem bedeuten, wenn es heißt, bis zum 5.1. musst du raus sein. Und wir haben mittlerweile den, ich glaube, wir haben ja mittlerweile den 13.1. Du bist immer noch nicht raus. Da ist das schon irgendwie interessant, so, ne? Also, wenn man ja sagt, bis zum, dann sollte es auch bis zum Geschehen sein, dass du raus bist. Und wenn es heißt am, dann eben genau an dem Tag. Aber in beiden Fällen macht es das jetzt nicht besser, dass du immer noch da bist. Ist ja schon interessant. Und das hatte bestimmte Voraussetzungen. Und ich habe nie behauptet, am 5. ausziehen zu müssen. Ich habe mich deutlich davor gehütet, zu behaupten, wann ich ausziehe. Natürlich genau wegen solchen Aktionen. Aber die Hater haben natürlich mehr verstanden, oh, er hat 5. gesagt. Nee, darf man. Wird, wie gesagt, auch wahrscheinlich auf den einzelnen Beamten ankommen. Wirst dann diesen Monat noch was mit Umzug? Das werde ich euch wohl kaum verraten. Das habe ich gerade gesagt. Ich werde mich davor hüten, euch irgendwelche Informationen zu geben. Naja, doch du hast ja gesagt, bis zum 5. musst du ausziehen. Aber toll, dass du noch da bist. Ja, ich habe gesagt, dass ich bis zum 5. ausziehe. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich das wirklich schaffe oder dass das wirklich gemacht ist. Keiner weiß wirklich, bis wann ich ausziehen muss, außer mir und den Personen, die damit zu tun haben. Und das sind nicht die Hater. Aber das ist halt wieder mal so typisch. Ich sage bis zum 5. und die Hater verstehen am 5. Und das ist nämlich der Unterschied zwischen den Hatern und mir. Das ist halt das, was ich meine, ne? Man sagt A und die verstehen C. Nicht mal B. Die lassen B sogar komplett aus. Ja? Hat der Ford ein... Ja, aber trotzdem war wieder lustig, dass er es nicht geschafft hat, rechtzeitig auszuziehen. Eine Rollstuhlrampe. Warum sollte er eine Rollstuhlrampe haben? Selbstverständlich sagt Drache nicht, wie es mit dem Umzug, ne, mit dem Auszug aussieht. Warum willst du das denn wissen? Bist du ein Hater? Ey, hört mal auf, hier immer so Stress zu machen, Leute. So, wenn du nur hier bist, ja, Leute, hört auf, hier rumzugiften, sonst werde ich gleich wieder aggressiv. Glaubst du, die Verzögerung wird dir negativ bei den nächsten Verhandlungen ausgelegt? Ah, da schreibt es auch einer rein, genau. Hä, verstehe mich nicht falsch, aber wenn man sagt, bis zum 5. muss man doch spätestens am 5.1. raus sein. Ja, genau, denke ich mir halt auch. Wer sagt was von Verzögerung? Das ist doch genau das, wovon ich spreche. Ihr habt doch keine Ahnung, was Verzögerung, ob das eine Verzögerung ist oder... Ach so, und dann war es im Nachhinein wieder, ja Leute, ich habe bis zum 5.1. gesagt, damit ihr glaubt, dass es bis zum 5.1. ist. In Wirklichkeit ist es aber bis zum, keine Ahnung, 12. Februar 2059 oder so. Und ach, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Das ist das, was ich meine. Ihr habt doch keine Ahnung, wann ich ausziehen muss. Ich sagte nur bis zum 5. Die Hater werden jetzt sicherlich noch mehr randalieren. Der Unterschied dabei ist, dass sie jetzt mittlerweile, wenn sie randalieren, mir keinen Schaden mehr zufügen. Weil der einzige Schaden, den sie mir zufügen könnten, wäre mein Auto oder meinen Besitz, den ich mitnehme. Und da sie nicht wissen, was ich mitnehme, die Sachen, die sie aufs Haus schmeißen, die Fenster, die sie einschmeißen, das Tor und den Zaun, den sie beschädigen, das geht alles auf die Kappe von den Hatern und dadurch wird es mit der Gemeinde geklärt. Die müssen dann sich an die Gemeinde, das muss dann mit der Gemeinde geklärt werden, weil es ist ja deren Besitztum. Gehören tut mir das Haus jetzt schon längst nicht mehr. Wohnen darf ich hier im Moment noch, bis alles mit dem Umzug geklärt ist, aber darüber hinaus wissen die Hater gar nichts. Und alles, was die Hater jetzt beschädigen, damit schaden sie nur anderen Leuten. Und das ist halt wieder das typische Verhalten. Ja, ist doch wieder klassisch hier. Jetzt sagt er hier wieder, hallo Leute, ihr könnt mir überhaupt nichts anhaben und nicht schaden. Nein, nein, nein. Ah ja gut, außer ihr macht mein Auto irgendwie kaputt oder irgendwas daran. Also das nicht machen. Das ist...
Warum sagt er das? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Unbesiegt-Modus ist zwar mal wieder an. Aber, naja. Das war es eigentlich soweit. Was will er dann noch groß machen? Jetzt kann er halt nur sagen, ja Leute, ihr wisst ja nicht, was ich mitnehmen möchte. Also gut, mein Auto. Aber sonst wisst ihr rein gar nichts. Wie immer, 2% und so. Von den Hatern, weil genau so ist es, ist die Art der Hater. Weil die schaden jeden, der mit mir in irgendeiner Art und Weise in Verbindung steht. So, hast du eigentlich jetzt einen Mietvertrag für das Haus oder wie ist das geregelt? Ich habe euch gerade wortwörtlich gesagt, dass es mir scheißegal ist, dass ich euch das nicht sagen werde und dass euch das nichts angeht. Was an den Worten verstehst du nicht? Das geht euch nichts an. Musst du dann Miete zahlen? Wie gesagt, das geht euch nichts an, was ich mache. Spiele den ganzen Tag nur GTA Online mit meinem Bruder Tobias. Aha. Du bist ja auch ein Hater, schon klar, dass du keine Mod bekommst. Was ist denn hier schon wieder für ein Stress? Um 6 waren schon da heute. Eigentlich sogar um 5:30. Um 5:30 waren die ersten schon da, dann um 6, dann nochmal um 7, dann nochmal um 7:30. Dann ging es weiter um 10:11 und da ging es dann Schlag auf Schlag. Da kam dann eine Gruppe nach der anderen, haben sich die gegenseitig die Klinge in die Hand gegeben. Ich zock am liebsten mit VR-Brille. Das ist schön für dich. Kippen muss ich mir jetzt dann noch machen. Weil Kippen kaufen gehen kann ich mir heute ja nicht. Weil wenn ich heute das Haus verlasse, dann reißen mir die Hütte ab. Ist doch egal, nicht mehr deine Hütte. Ja, schon, aber aktuell, pass auf, wenn die wirklich die Hütte abfackeln würden, ist es nicht mein Problem, das ist richtig. Aber derzeit habe ich ja noch Gegenstände im Haus, da ich die ja nirgendwo zwischenlagern kann im Moment. Und dadurch, dass ich die nirgendwo zwischenlagern kann, habe ich natürlich das Problem, wenn die Hütte abreißen oder so, oder wenn die abfackeln oder weiß der Geier was. Dann, er ist irgendwie asynchron. Dann habe ich plötzlich keinen Computer mehr, keine Anlage, mein ganzen Stuff ist weg. Ich hätte dann nicht mal mehr Klamotten, außer die, die ich am Leib habe und mein Auto halt. Wäre jetzt nicht so das Problem, weil ich könnte mir welche kaufen, aber muss halt auch nicht sein. Was gab oder gibt es heute Gutes zu essen bei dir? Bei mir gab es gestern eine Hackfleischsuppe und... Gestern, alles klar. Da habe ich gestern ein bisschen übertrieben und habe so viel gemacht, dass ich heute noch genug über habe. Da werde ich jetzt heute wahrscheinlich den Rest essen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich mir die Zunge verbrannt habe. Mir geht die Zunge gar nicht weh. Aber es ist halt so. Drache, hast du einen grünen Daumen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe eher einen schwarzen Daumen. Alles, was ich anfasse, verreckt. Leider nicht die Hater, aber... Es muss immer irgendeine Beziehung zu den Hatern kommen. Er kann nicht einen Satz sagen, ohne dass irgendwas damit kommen muss. Ich hatte es eigentlich gedacht, dass er sich damit wieder irgendwie brüstet, dass er so viel Gewalt über alles hat, dass alles, was er anpackt, sofort kaputt schimmelt. Aber gut. Sein Haus hat er ja auch oft genug angefasst. Findest du PlayStation oder Xbox besser? Nintendo. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Weder PlayStation noch Xbox macht wirklich Sinn. Weil nahezu, also alle Spiele von der Xbox kannst du sowieso am Computer zocken. Und nahezu alle Spiele von der PlayStation gibt es ebenfalls auf der Xbox oder auf der Nintendo oder auf... Nein. Es gibt schon Titel, die halt PlayStation-only sind. Und naja... Die kannst du dann halt nicht auf dem PC und schon gar nicht auf dem Nintendo zocken. Oder auf irgendeine Konsole von Nintendo. Schon mal Dark Souls auf der Wii gesehen? Versteh mich nicht falsch, wäre geil, aber das läuft nicht. Oder eben auf dem PC. Und dann macht es keinen Sinn, meiner Meinung nach, sich eine Xbox oder eine PlayStation zu holen. Eine Xbox oder eine PlayStation, das ist so eine Konsole, macht nur dann Sinn, wenn man keinen PC besitzt. Wieso macht das nur dann Sinn? Du kannst sie doch trotzdem kaufen, wenn du halt Bock hast, mit Kollegen auf dem Sofa zu sitzen nebeneinander und dann halt wie halt früher so zu zocken halt auf dem Fernseher und auf der Couch. Das kann doch eigentlich jeder selbst entscheiden, ob er sich jetzt neben dem PC noch halt eine PlayStation kauft und dann halt, ja, kannst du doch hier nicht sagen, nur wenn man denn schon einen PC hat, dann darf man sich keine PlayStation mehr kaufen und auch keine sonstige Konsole, weil man hat ja schon einen PC. Ist ja klar. Aber selbst da würde ich mich dann, glaube ich, für eine Nintendo-Konsole entscheiden.
Warum müsst ihr immer Stress machen? Ja, das frage ich mich echt auch. Samuel hat geschrieben, hallo Drache, hast du eine Lieblingsband? Oh Gott, wenn ich solche Nachrichten schon wieder höre, wie oft habe ich das schon gesagt? Nein, ich habe nichts, was Liebling ist. Es gibt Sachen, die ich mag und Sachen, die ich nicht mag. Was ich mir echt überlegt habe, ist, wo ich mich echt im Moment zusammenreißen muss, was ich mir echt überlegt habe, ist eine Oculus zu holen. Weil es gibt ein paar Spiele, die ich gerne zocken würde mit der Oculus. Und das wäre schon mal geil und so, aber das Problem daran ist, das ist halt leider auch nicht so umsetzbar. Außerdem sind die Oculus-Dinger sauteuer, da zahlt man ja locker mal 1500 Euro. Und das muss halt im Moment einfach nicht sein. So, Drache, was würdest du lieber Community, nee, Comedy oder, keine Ahnung, was das heißen sollte. Früher hätte ich ohne zu zögern gesagt, gib mir meine Liebe meines Lebens. Aber ehrlich gesagt bin ich mittlerweile eher, gib mir einfach die 10 Millionen, dann habe ich mal Ruhe. Irgendwie ist das ziemlich stressig. Dann musst du erst mal in meinem Haus leben. Kritik kannst du schon äußern, das wird halt nur nicht beachtet. Ich bin halt der Meinung, dass niemand das Recht hat, mich zu kritisieren, wie ich meine Stream führe. Jeder hat die Möglichkeit, was anderes anzuschauen. Was ist dein nächstes Projekt? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, weil ich das vorher selten weiß. Ja, das ist richtig. Also, dein nächste Projekt wird schwierig erstmal werden. Das wird erstmal... Ja, ein bisschen gesiebte Luft werden, aber ja, mehr auch nicht. Warum sollten wir uns in Günzendorf sehen? Wie würdest du deinen Sohn nennen? Ich hab keinen Sohn. Du bist dort, werde ich gerade. Mein Gott, das ist Smalltalk-Drache. Da geht man dann drauf ein und dann kann man Leuten irgendwelche interessanten Sachen erzählen. Das ist Interagieren mit der Community. Sogenannte Kommunikation. Ja? Und manche fänden das dann interessant und wollen das halt gerne wissen. Damit man irgendwie einen interessanten Stream hinkriegt und nicht einen Vierteltonner, der da halt irgendwie wieder das übliche Ich-Ich-Ich-Gesabbel von sich gibt und halt die immer gleichen Schallplatten auflegt und halt uns vorspielt. Aber da wird dann halt direkt gefragt, anstatt zu sagen, okay, gehe ich kurz mal drauf ein, was wäre, wenn ich einen Sohn hätte? Wie würde ich den nennen? Ja, und dann wird man sich jetzt überlegen, ja, wie nenne ich den? Weiß nicht, Karl-Heinz oder so, ne? Ja, oder man sagt halt, ich hatte doch gar keine Kinder. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Wäre cool. Wann planen wir gemeinsam neue Formate? Gemeinsam machen wir das normalerweise gar nicht. Ab und zu frage ich euch nach eurer Meinung, aber normalerweise plane ich die Formate selber. Jetzt habe ich immer erstmal sowieso andere Sachen im Kopf, mit Umzug und alles. Drache, wie viele Kinder hast du? 7. Die Hater behaupten, du würdest nach Gunzendorf ziehen. Was will ich denn in Gunzendorf? Nein, ich habe nicht vor, den ausgeschlagenen Zahn ersetzen zu lassen. Narben zeichnen uns und machen uns stärker. Das ist aber keine Narbe. Das kann problematisch werden, wenn man das halt nicht sofort machen lassen würde und ist jetzt wahrscheinlich auch schon zu spät, weil der Kiefer sich ja auch wieder verformt. Leute, wenn es komplett nach mir gehen würde, dann würde ich mein ganzes Zeug irgendwo einlagern, was ich nicht mitnehme, würde mir einen Laptop holen, was ich sowieso vorhab, und würde mit meinem ganzen Stuff, mit Klamotten und so weiter, beim Laptop und meinen Kameras würde ich einfach ein Jahr lang durch Deutschland touren und vielleicht dann noch ein Jahr durch Österreich und durch die Schweiz und vielleicht dann sogar noch ein bisschen ins Ausland. Aber aktuell aufgrund von Corona und so weiter geht das nicht. Außerdem kommt die Sache ja noch dazu mit, der Gerichtsverhandlung, wo ich im Moment erstmal innerhalb von Deutschland bleiben muss, oder zumindest in der Nähe halt bleiben muss, weil ich selber noch nicht weiß, was dabei rauskommt. Weil derzeit ist ja noch alles offen. Vielleicht werde ich freigesprochen, vielleicht nicht, vielleicht. Wobei mit einem Freispruch rechne ich eigentlich nicht. Aber vielleicht eine Strafmilderung oder irgendwas, mal schauen. Ich meine, für mich wäre ja schon sau viel gewonnen. Cool, die Polizei hat sie direkt erwischt, nice. Ah, so gefällt mir das. Dann ist Ruhe. Was ist das jetzt für eine Aktion? Ah, okay. Würdest du ins Ausland flüchten? Flüchten würde ich gar nicht. Flüchten ist nicht mein Stil. Flüchten ist definitiv nicht mein Stil. Ja, eine Tour wäre... Stellt er sich wieder hart badass da irgendwo in der Gegend und dann wird er einkassiert. Aber bloß nicht wegrennen. Nein, nein, das ist ja nicht sein Stil, weil er das halt auch nicht kann. Ach ja.
Ja, aber natürlich will er erstmal ein Jahr mit seinem, in seinem Auto vor allem leben. Also das heißt, dann kackt er hier irgendwo in der Natur und dann verschimmeln uns hier die Wälder. Also, na gut. Man wisset ja nicht. Also ich glaube nicht, dass der da irgendwo, ja, so eine mobile Kackdusche hat oder so einen kleinen Anhänger hinter sich herzieht, wo so ein Dixie-Klo drin ist. Für, also so ein, nicht so ein klassisches Dixie-Klo, sondern so ein XXL, so 3x3 Meter mit Dusche. Und dann fährt er damit so durch die Gegend und dann stellt er das immer, wo er kurz Pause macht, so auf. Und dann, ja, schöne Vorstellung, nein, aber keine Ahnung, man wird sehen, was er jetzt wirklich macht. Ich bezweifle, dass der jetzt mit seinem Auto, der wo fährt, da irgendwo durch Deutschland eiert und dann natürlich noch durch Österreich und die Schweiz. Und dann, ja, das. Ich sehe das noch nicht. Also, wäre irgendwo lustig, aber nee, ich glaube nicht, dass das kommt. Gut für dich. Mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ja, es ist nicht nur das Rumcruisen. Es ist auch generell einfach die Tatsache, dass ich einfach mal gerne unterwegs sein möchte. Ich bin die letzten Jahre hier regelrecht eingesperrt gewesen. Ich bin früher gerne unterwegs gewesen. Ich bin gerne mal einfach mal, keine Ahnung, einfach mal zum Bodensee gefahren oder einfach mal irgendwo anders hin mit Freunden oder so oder auch mal alleine. In der Fränkischen Schweiz war ich früher öfter mal so mit 20, 25 rum. Aber das ist alles Vergangenheit, weil wie ich dann 26, 27 wurde, sind dann die ganzen Hater bei mir vor der Tür gestanden. Und es wurde in den letzten Jahren so schlimm, dass ich die letzten 2 Jahre so gut wie gar nicht aus dem Haus gekommen bin. Ich bin eingesperrt gewesen. Ich bin eingesperrt gewesen und ich war komplett am Arsch. Und das ist auch der Grund, warum ich so extrem zugenommen habe. Weil anstatt mich zu bewegen, anstatt rauszugehen und rumzu... Natürlich, natürlich. Die Hater sind schuld, dass du so fett bist. Ist klar. Ist ja auch unmöglich, da jetzt trotzdem irgendwie sich zu bewegen. Komisch, dass Leute trotz des Lockdowns, wo die auch alle eingesperrt waren, auch nicht alle nur komplett fett geworden sind. Schon merkwürdig. Haben die sich vielleicht doch irgendwie dann zu Hause doch selbst aufgerafft und was gemacht? Oder liegt es einfach nur daran, dass die keine Hater haben? Man weiß es ja nicht. Kann natürlich sein. Ja, na klar. Ist wieder klar, dass man dann setzt. Wir sind wieder an allem schuld. Ist ja logisch. Und die sind da ja auch immer noch aus heiterem Himmel aufgetaucht und haben nichts damit zu tun, was du im Internet machst. Rein gar nichts. Laufen und die ganzen Laufvlogs, die es früher gegeben hat, die Laufvlogs gibt es deswegen nicht mehr, weil ich schlicht und ergreifend einfach nicht mehr laufen gehen kann. Ich kann kaum 5 Minuten aus dem Haus gehen. Das waren auch keine Laufvlogs, das waren höchstens Drache geht durch die Gegend und erzählt Lügen. Also, mehr war es nicht. Ohne dass irgendwelche Vollpfosten vor meiner Tür stehen, an meinem Tor rumreißen und mein ganzes Leben durcheinander wirbeln. Und genau das ist der Punkt an der Sache. Eigentlich müsste man die 2 Jahre Haft mir sowieso schon erlassen, einfach weil ich schon seit 2, 3 Jahren in Haft bin, so gesehen. Nein, ich bin noch nicht umgezogen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich am 5. umziehe. Das habe ich vorhin schon erklärt. Ich habe nicht gesagt, dass ich am 5., sondern bis zum 5. umziehe. Und das hat halt nur, wenn es funktioniert. Und das hat halt nicht funktioniert. Also kurz gesagt, nein. Und wann ich umziehe, geht auch keinem was an. Ich habe schon bewusst das so geäußert, dass ich nicht sage, dass ich da umziehe, sondern dass ich bis dahin umziehe. Das hatte schon seinen Grund. Wenn du eine Freundin hättest, könntest du zu ihr ziehen. Ja, genau. Und riskieren, dass sie geleakt wird, wo sie wohnt, ihr Arbeit geleakt wird, alles von ihr geleakt wird. Das wird sie mir bestimmt danken. Ich muss mal zur Post raus, bin gleich wieder da. Gut, nur kurz die Post geholt. Was macht ihr denn schon wieder für einen Stress da? Welchen Ratschlag würdest du deinem Ich vor 15 Jahren geben? Tu es. Ich würde ihnen den Ratschlag geben, tu es. Ich gebe dir einen Tipp, hör auf, anderen Leuten einen Ratschlag zu geben, wenn sie kein Interesse an euch Quatsch, eurem Quatsch haben. Wie wär's, wenn ihr euch mal um euer eigenes Leben kümmert? Ich meine, ihr randaliert vor meiner Haustür, ihr provoziert mich, ihr schreit rum, ihr beleidigt mich von A bis Z. Alles, was ich mache, egal was ich mache, ist falsch für euch. Wie wär's, wenn ihr euch mal in euer eigenes Leben fasst, bevor ihr anderen Leuten Ratschläge gebt? Ich stelle mir hier hin und sage, mach mal das so und so, mach mal das so und so. Ich sag, ich mach das so. Punkt. Ja, ich, genau. Andere sind dir nämlich egal. Aber gut. Ich zwinge niemanden, jemanden das Gleiche zu machen wie ich. Niemand. Keiner auf der Welt ist gezwungen, das zu machen, was ich mache. Keiner ist dazu gezwungen, das zu sagen, was ich sage. Niemand muss meine Ansichten teilen.
Ich verallgemeinere, weil die Mehrheit immer die Hater-Idioten sind. Deswegen verallgemeinere ich. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die mich stört. So eine Aussage mit nicht verallgemeinern. Ich verallgemeinere. Wer sich angesprochen fühlt, ist selbst schuld. Ich kann nichts dafür, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Ich spreche speziell die Hater an und das weiß auch jeder. Und wenn man sich angesprochen fühlt, sollte man darüber nachdenken, warum man sich angesprochen fühlt. Warum? Aber ja, auch wieder so ein klassisches, einfach alle ansprechen und dann die einfach rausfiltern sozusagen. Wenn man sich dann angesprochen fühlt, ist man automatisch Hater, egal was er sagt. Also auch so ein toller Trick irgendwie, ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie, ihr seid alles Vollidioten. Und wenn sich dann halt alle angesprochen fühlen, dann habe ich auch alle gemeint. Aber wenn sich nur ein paar angesprochen fühlen, dann habe ich nur die paar gemeint, die sich wirklich auch als Vollidiot identifizieren. Also, ja, macht er halt, damit er nicht so viel reden muss und weiter mit seinem Monolog machen kann, über sich selbst. Oder nicht? Nein, ich verallgemeine euch nur dann als Hater, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wie gerade schon gesagt. Ich spreche die Hater an und das weiß jeder, der zuschaut und zuhört. Kann es sein, dass du kognitiv eingeschränkt bist? Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass meine kognitiven Fähigkeiten ein bisschen zu weit ausgebaut sind. Weil viele Menschen sind einfach so engstirnig. Immer, nahezu jeder Mensch bevorzugt irgendwas einem anderen. Einer anderen Person, einer anderen Band, einen anderen Song, eine andere Lieder, sonstiges Zeug. Ist ja alles schön und gut. Aber zum Problem wird das Ganze dann, wenn die Leute dadurch immer anfangen, ihre eigene Meinung auf etwas zu projizieren, was völlig uninteressant ist. Wenn zum Beispiel die Leute sagen, du bist scheiße. Ja gut, dann bin ich halt scheiße. Und? Das ist doch völlig uninteressant für die Person, für die ich angeblich scheiße bin. Weil für die Person nebendran bin ich vielleicht nicht scheiße. Versteht ihr das? Da kann man verallgemeinern, was das angeht, aber dich interessiert es ja trotzdem, was Leute über dich sagen. Aber auf der anderen Seite ist es, sagst du immer, es ist dir egal. Das beißt sich mal wieder. Aber gut. Das ist das, was ich meine. Das ist, was ich meine. Manche Menschen sind einfach so engstirnig, einfach so festgefahren in ihrem Denken. Sagt er hier. Dass es echt jämmerlich ist. Ich zum Beispiel würde niemals sagen, Sabaton ist besser als Black Sabbath. Weil das ist nicht der Fall. Weder Black Sabbath ist besser, noch Sabaton ist besser. Erstens mal sind es zwei komplett verschiedene Genres. Schon mal das erste. Und zweitens sind es zwei verschiedene komplett verschiedene Bands. Die haben komplett verschiedene Ansichten. Die haben komplett verschiedene Songs. Die haben komplett verschiedene Texte. Die haben komplett verschiedene Ansichten, was ihre musikalische... Man kann trotzdem sagen, das eine ist besser als das andere, weil das halt eine Meinung ist. Und das hat ja nichts mit festgefahren zu tun. Das ist einfach eine Einschätzung, die halt für einen selber als Individuum halt natürlich eine persönliche Meinung widerspiegelt und auch eine persönliche Einschätzung der Dinge. Ich kann auch sagen, ich finde A besser als B, weil, naja, mir halt A besser gefällt. Das muss jetzt ja nicht irgendwie 30 Seiten Pro-Kontra-Liste sein, wo ich jetzt da jeden Punkt irgendwie gegeneinander aufwiegle. Also man kann einfach sagen, ich finde das scheiße, weil scheiße und ich finde das gut, weil gut, weil mir das halt irgendwie mehr zusagt oder weiß ich nicht. Das hat ja nichts mit festgefahren zu tun. Das ist ja einfach nur eine persönliche Meinung. So. Also ich verkapiere immer nicht, wie man aus so eine Beispiele kommt. Die haben halt nicht wirklich so ein das hat ja mit der Thematik jetzt in dem Sinne nichts zu tun, dass etwas festgefahren ist. Das wäre eher so, wenn man jetzt die ganze Zeit, so wie er, eine Sache behauptet, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich höre nicht mit YouTube auf, weil ich nicht einsehe, dass nicht andere an meiner Situation schuld sind, sondern ich selber an meiner Situation schuld bin. Das ist eine festgefahrene Meinung zum Beispiel, die halt keinen Sinn macht, weil es zu viele Argumente dagegen gibt, wo es dann keinen Sinn macht, da trotzdem gegenzuwettern. Aber gut, das ist halt... Ja.
Schwierig. Aber ja, natürlich, jetzt irgendeine Band dazu sagen, dass die besser ist als die als eine andere, das ist jetzt eine festgefahrene Meinung, natürlich. Laufbahn angeht, pass auf. Man kann zwei Menschen hinstellen. Kein Mensch ist wie der andere. Keiner. Genauso wie kein Stein dem anderen gleicht. Selbst für Zwillinge gilt das nicht. Soweit ich weiß, habe ich nicht abgenommen. Sorry, Sabaton ist scheiße. So, siehst du, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, was, Sabaton ist scheiße. Was bist denn du? Also du bist scheiße. Aber mache ich das? Nö. Warum mache ich das nicht? Weil ich nicht festgefahren bin in meinem Denken. Ich sag, Sabaton ist geil. Und das ist meine ernsthafte Meinung. Du sagst, Sabaton ist scheiße. Dann ist das eben deine Meinung. Deswegen hast du mir nicht ans Bein zu kacken, weil ich sag, Sabaton ist geil. Weil letzten Endes ist das nicht deine, sondern meine Meinung. Und du musst die Band ja nicht hören. Das gleiche gilt für Sachen, die man mag zu essen. Oder für Leute, die man mag. Ich habe hunderte von Freunden gehabt früher. Und gemerkt, mit 100 denen ich zu Freunde. tun hatte, die aber mit Leuten zu tun hatte, die ich nicht mochte. Also habe ich mit denen nichts gemacht, wenn die mit denen was gemacht haben. Aber dafür habe ich halt gesagt, ich möchte nicht mit denen was unternehmen. Also entweder machst du was mit mir oder mit denen. Aber ich habe nie gesagt, du musst dich jetzt für mich entscheiden, sonst sind wir keine Freunde mehr, wenn du dich für den entscheidest. Das habe ich nie gemacht. Ich versuche die Menschen, die mir auf die Nerven zu gehen, zu meiden. Und die Aktionen, die mich ankotzen, meide ich. Ich meide Sachen, die mir nicht schmecken. Ich meide Sachen, die ich nicht gerne höre. Meide Sachen, die ich nicht gerne schaue. Ich meide Sachen, die einfach letzten Endes an denen ich kein Interesse habe. Kurz gesagt, ich verurteile niemanden für das, was er ist. Ich verurteile niemanden für das, was er macht. Ich verurteile niemanden für das, woher er herkommt. Aber ich verurteile, wenn Leute auf mich losgehen. Ich verurteile, wenn Leute mich angreifen, weil das dann mich betrifft. Aber wenn jetzt Leute andere Leute angreifen, dann greife ich höchstens ein, wenn ich sehe, dass halt alle auf eine Person losgehen. Oder dass halt irgendwie das sinnlos ist. Man muss nicht dauernd kämpfen, man muss sich nicht dauernd bekriegen, man muss nicht dauernd sich gegenseitig anscheißen. Man kann einfach in Frieden miteinander leben. Wenn der eine den anderen nicht mag, dann sollen die beiden halt auseinander aus dem Weg gehen. Wenn der eine das nicht essen will und der andere das nicht essen will, dann soll das bleiben lassen. Niemand zwingt ihn, das zu essen, was andere vorschlagen. Niemand zwingt ihn, das zu leben, was andere vorschlagen. Letzten Endes ist es jedem seine eigene Sache. Man sollte auch niemanden abwerten, Drache. Tue ich auch nicht. Die einzigen Menschen, die ich abwerte, sind die, die sich mir gegenüber oder anderen, die ich mag, gegenüber abwertend verhalten. Solche Leute werte ich ab. Aber nur deswegen, weil deren derzeitiges Verhalten sich nicht meiden lässt. Wenn jemand einen anderen runtermacht, dann stelle ich mich da dazwischen. Weil das muss nicht sein. Man muss nicht einander runtermachen. Meine Ansicht ist im Prinzip ganz einfach. Ich führe mein Leben. Die Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten wollen, die dürfen das gerne tun. Die Menschen, die mein Leben und meinen Weg, den ich wähle, verurteilen und nicht akzeptieren, die brauchen mich weder auf meinem Weg begleiten, noch brauchen sie meinen Weg beurteilen. Weil letzten Endes. Können sie aber trotzdem machen, zu sagen, dass sie das scheiße finden, weil das ist ja dann nur, dass man sagt, du, finde ich jetzt nicht so gut, was du da machst. Das kann man trotzdem sagen, Rainer. Hat nichts mit Hass und Mobbing gleich zu tun. Das ist einfach nur eine Meinung, die man äußern darf und daran ist nichts Falsches. Aber das ist auch so ein Punkt, wo du festgefahren bist, weil für dich ist jegliche Kritik an deiner Person und sei es eine Sache, wo du sagst, ich mach das, weil das und ein anderer sagt dir jetzt, nee, ich würde das nicht machen, weil das und das, ah, hey, da ist man zack bei ihm unten durch. Deswegen, also an ja, den großen Meister kann man halt nicht rankommen, so, ne? Da kannst du halt nicht Kritik dran verüben, weil sonst kommt Lord Korea wieder aus der Büsche und bannt dich halt weg. Und das war auch noch nie anders. Ist es nicht deren Aufgabe, meinen Weg zu beurteilen? Jeder muss letzten Endes selber wissen, was er vorhat. Du bist top. Tja, bin halt der Meinung, dass wir viel weniger Hate und Hass und Streit auf der Welt hätten, wenn mehr Menschen so denken würden. Weil zum Beispiel. Dann wird sich einfach keiner mehr von irgendwem was sagen lassen, wenn das so wäre. Das wäre auch nicht so das Allerbeste, nehme ich mal an. Und dann sitzen wir alle irgendwann in so einer Schimmelschanze und bölken das Internet an. Großes Kino. die ganzen Hater von meiner Haustür. Ich versuche die, soweit ich kann, zu ignorieren. Aber die tun halt so lange, bis ich sie nicht mehr ignorieren kann. Und ja, wenn ich sie nicht mehr ignorieren kann, muss ich natürlich entsprechend handeln. Aber sonst versuche ich die zu ignorieren. So. Und das ist halt der Witz.
die kommen hierher, weil sie es lustig finden, dass ich mich aufrege, weil sie es lustig finden, dass ich aggressiv werde, weil sie es lustig finden, dass ich mich dann sogar noch körperlich werde. Das ist alles was die komisch finden. Die lachen sich darüber den Ast. Und das allein ist ja schon traurig genug. Aber wenn man jetzt mal davon abgeht, dass das lustig ist und so weiter, was die da machen, und wenn man mal die Realität betrachtet, andere Menschen haben sich umgebracht, weil sie so behandelt wurden. Oder haben andere umgebracht, weil sie so behandelt wurden. Könntest du dir vorstellen, Philosophie zu studieren? Dafür kenne ich mich mit Philosophie nicht genug aus. Also nein. Am Ende wirst du gewinnen. Lass dich nicht besiegen. Du, es geht überhaupt nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Klar habe ich das zwischendurch immer wieder gesagt oder sag das auch immer wieder. Aber es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht darum, mein Leben zu führen. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass ich irgendwie jetzt gegen Leute gewinne, dass ich jetzt den Leuten zeige, ha, ich habe es geschafft und ihr nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Das ist nicht mein Interesse. Nee, aber du sagst es halt sau oft. Und, aber gut, ist halt nicht sein. Ja, was denn dann? Worum es mir geht, ist einfach nur mein Leben zu führen. Passt auf. Wenn ich bin geboren worden, ja, 89 bin ich geboren worden. Das ist jetzt über 32 Jahre her. So, ja. Ich werde voraussichtlich, wenn es bei mir, bei meiner Familie so bleibt, werde ich voraussichtlich im Alter von grob 58, 60 sterben. Das heißt, ich habe jetzt mittlerweile schon mehr als die Hälfte meines Lebens rum, wenn es so bleibt natürlich. Und das heißt im Klartext, wenn ich jetzt die Hälfte meines Lebens rum habe, ja, ich habe in meinem Leben jetzt bisher nichts gemacht, was ich auf Dauer bereue. Klar gibt es Sachen, die ich nicht geil finde und wo ich natürlich auch denke, hätte ich besser machen können. Das hat aber jeder Mensch. Was ich aber nicht bereue, sind zum Beispiel Entscheidungen wie mit YouTube anzufangen oder viele andere Sachen in diese Richtung. Es gibt nichts, was ich auf lange Sicht in meinem Leben bereue. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte versuchen, sein Leben so zu leben, dass er im Idealfall im Endeffekt nichts zu bereuen hat. Ach, meine Nase juckt. Für mich ist es jetzt so, ich möchte in den nächsten Monaten und den nächsten Jahren einfach entspannt leben. Ich verdiene mittlerweile genug Geld, ja, um mir eine kleine Wohnung zu leisten. Viel Platz brauche ich ja alleine nicht. Ich bräuchte ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer und vielleicht noch ein Wohnzimmer. Dazu eine Küche und ein Badezimmer. Das ist schon eine ganze Menge. Also das ist jetzt hier nicht mehr ein eigenes Haus, Rainer, was du dir dann leisten möchtest. Wenn du hier sagst, eine kleine Wohnung und ich möchte Badezimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad. Bad hatten wir jetzt schon mal, aber er braucht ja zwei Bäder. Einmal Kackduschen und einmal das japanische Badezimmer. Und ein Arbeitszimmer auch noch. Also, boah, kommt es natürlich noch drauf an, in welcher Gegend. Aber da sind wir dann schon mal, ja, nicht ganz so billig. Aber das muss ja dann auch am besten alles noch in Übergröße sein. Am besten ebenerdig, weil sonst kommen ja Treppen, die Hater, in den Weg. Wenn es keinen Lift gibt. Und das kann ja auch nur ein Lastenaufzug bis mindestens 250 Kilo sein. Sonst wird es ja auch schon wieder eng. Also da muss man halt schauen. Ganz so einfach ist es nicht. Das ist meiner Meinung nach etwas, was locker erschwinglich sein sollte. Ach Mann, diese Nase juckt. So, ey, warum hört denn das nicht auf? So, und ja, ich verdiene genug, dass ich ein bisschen Geld auf Seite legen kann. Ich verdiene genug, dass ich mir hier und da mal ein paar Kleinigkeiten gönnen kann. Und alles darüber hinaus ist unnötig. Ich will keine Millionen auf dem Konto haben. Was will ich damit? Brauche ich nicht. Der einzige Grund, warum ich gerne eine Million auf dem Konto hätte, wäre einfach nur, weil ich mir dann um Kohle keine Sorgen mehr machen brauche. Aber nicht, um mir einen fetten Lamborghini zu holen. Nicht, um mir irgendeinen... Passt auf. Ich habe mir für 40.000 ein Auto gekauft. Ich hätte mir für die 40.000 auch ein teureres Auto oder ein schöneres Auto kaufen können. Also grob geschätzt, ne, weil ihr immer 40.000 sagt. Und ich könnte 40, 50, 60.000 hinlegen für ein vernünftiges Auto. Könnte ich. Aber ich habe mich stattdessen für einen ganz normalen Pickup entschieden. So. Klar, ist auch ein bisschen was Besonderes, ist ein bisschen ein Schlucker, klar. Ist auch was Schönes, was mir auch gefällt. Aber ist trotzdem... Raptor ist Porno. Raptor ist Porno, aber das ist kein Raptor, sondern ein Ranger. Ich habe mir das einfach hingelegt. Ich hätte mir auch einen Ferrari oder einen Mercedes oder einen Porsche oder sonst was kaufen. Nein, kannst du nicht, weil du dafür nicht das Geld hast. Erzähl doch hier nicht wieder so ein Bullshit. Du kannst dir höchstens ein Modell kaufen von einem Ferrari oder einem Lamborghini. Aber mehr halt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es in deiner Situation so schlau ist, jetzt so viel Geld für ein Auto auszugeben. Wenn man eh bald in den Knast kommt, dann steht das Auto da, wenn es bei der Strafe bleibt, dann steht das da erstmal 2,5 Jahre drum. So, da kümmert sich keiner drum. Technik im Inneren. Ja gut, ist neues Auto, das ist schon richtig, aber trotzdem leidet es erstmal darunter. Was weiß ich. Getriebe, Schläuche, was weiß ich. Das steht ja erstmal nur rum, da kümmert sich ja keine Sau drum.
Verschleiß und so. Und naja, da kommen ja dann wieder Kosten dazu, wenn man das wieder auf Vordermann bringen möchte, das Ganze. Und so ein Auto ist natürlich auch so die Sache, ja, da wird es natürlich dann schon ein bisschen teurer, wenn man dann bei der Inspektion ist und er dir dann sagt, ja, Herr Wingler, also so kleinere Sachen werden dann schon ein bisschen teurer. Und Teile und so natürlich dann auch. Aber gut, und das Ding schluckt natürlich wie ein Wal. Also, wenn er dann da die ganze Zeit durch die Gegend kutschen will, dann kommt da schon einiges an Spritkosten zusammen, auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, aber gut. Können. Aber habe ich kein Interesse. Ich habe mir einen Ford geholt. Warum? Weil ein Ford preiswert ist, man hat super Equipment drinnen und es ist relativ billig im Vergleich zu anderen Autos. Ja? Also, ich habe mir beim Autos aussuchen jetzt nicht auf, ich habe jetzt nicht auf die Umwelt geachtet beim Aussuchen vom Auto. Ja, das ist richtig. Das hast du überhaupt nicht getan. Obwohl der eigentlich einen guten Schadstoffausstoß hat, also einen schlechten. Wobei der eigentlich einen guten Schadstoff, also einen schlechten, einen guten Ding. Einen guten Schadstoffausstoß im Sinne von positiv, ne? Ah ja. Nee, hat er nicht. Dass er positiver ist. So. Und lange Rede gar keinen Sinn. Es geht auch nicht darum. Ich hätte mir halt auch ein teureres Auto kaufen können. Aber warum sollte ich das machen? Nein, hättest du nicht. Jetzt erzählst du wieder irgendeinen Bullshit, damit du dich als den Großen... Oh, ich hätte ja, Leute, aber ich bin ja so bescheiden und gebe mich mit einem kleinen Ford zufrieden, der, weiß ich nicht, wie viel Karre kostet. Wir nehmen jetzt einfach mal an, 40.000 kostet. Hier schreiben sie aber schon im Chat, ein Ferrari kostet über 150.000 Euro. Hä, wo gibt's einen Ferrari für 40.000? Ja, das frage ich mich halt auch so, ne? Also, höchstens auf dem Schrottplatz oder... Weiß ich nicht. Warum sollte ich das machen? Was will ich mit einem Ferrari? Mal abgesehen davon, dass ich davon allein von meiner Körpergröße nicht reinpasse, geschweige denn von meiner Körperfülle. Ja? Sowohl meine Körpergröße als auch meine Körperfülle würde da nicht passen. Ich hatte zwischendurch tatsächlich überlegt, ob ich mir den Mustang hole. Ich hatte mir auch einen Mustang angeschaut. Aber ich habe mir dann gedacht, nö, der Mustang, hätte ich für den gleichen Preis, hätte ich den Mustang auch gekriegt. Aber ich habe mir gedacht, nee, was will ich jetzt mit dem Mustang? Ich habe die Zeiten, dass ich am Rasen bin mit dem Auto, sind vorbei. Ich habe kein Interesse daran, mit 150.000 km/h irgendwo anzukommen. Stattdessen fahre ich lieber mit dem Pickup, da bin ich safe auf der sicheren Seite. Ja. Und deswegen habe ich mir einfach einen Ford geholt. Dazu kommt außerdem, dass er fuhr fort und kam nie wieder. Dass er preisstabil ist. Das heißt, man kann ihn für den fast gleichen Preis nach ein paar Jahren wieder verkaufen, wenn man ihn dann doch nicht mehr möchte. Und ich habe mir ein neues Auto gekauft, weil ich möchte, dass ich die nächsten 5 bis 10 Jahre erstmal meine Ruhe habe. Dass ich nicht alle paar Jahre oder alle paar Monate irgendeinen Stress machen muss oder jedes Mal, wenn ich zum TÜV fahre, dann zittern und bibbern, dass ich dann den TÜV kriege. Für mich ist es so. Ich möchte einfach schlicht und ergreifend mich nicht über irgendwelche Sachen ärgern. Ich möchte nicht irgendeinen Scheiß bauen. Ich möchte einfach nur mein Leben führen. Ich möchte keine Milliarden auf dem Konto, weil damit kann ich nichts anfangen. Ich habe kein Interesse daran, an einer goldenen Kloschüssel, wie manche Promis manche YouTuber oder manche Streamer oder auch manche Promis von Musik oder Schauspiel haben. Gab es früher mal dieses Celebrity House. Ja. Oder so, wie das hieß. Das waren einfach mal Häuser, die hatten einfach mal eine goldene Kloschüssel. What the fuck? Warum eine goldene Kloschüssel? Wenn der reinscheißt, ist er genauso dreckig wie alle anderen auch. Da muss ich mal zustimmen, das macht sowieso. Also das macht wirklich keinen Sinn, aber gut. Keine Ahnung. Sowas verstehe ich auch nicht ganz, aber na gut. Ist halt so. Kannst du eh nicht mitnehmen, wenn du irgendwann hops gehst, ne? Hast du nichts von. Bleib da nie hier. Also von daher. Man weiß es nicht. Macht also keinen Sinn. Und oder goldene Wasserhähne und so ein Zeug. Was will ich damit? Damit kann ich nichts anfangen. Und letzten Endes ist es jetzt so, welches Haus? Das Haus, das ich verkauft habe, hätte ich renovieren können. Warum sollte ich das machen? Wie auch immer. Es ist wirklich so. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, da irgendwie groß auf die Kacke zu hauen. Dass man da irgendwie Tausende von Euro in Sachen steckt. Davon habe ich nichts. Das interessiert mich auch nicht. Ich bin extrem chillig,
was sowas angeht. Ich habe kein Interesse daran, so viele Millionen zu haben. Mir reichen zwischen 3.000 und 5.000 im Monat mehr als aus. Ich kann jeden Monat einen Haufen Geld auf Seiten legen. Dann kann ich dann ab und zu alle paar Jahre mal oder einmal im Jahr kann ich dann mit meiner Freundin und meiner Frau und meinen Kindern, die ich dann vielleicht irgendwann mal haben sollte, mal einen schönen Urlaub machen für 2 Wochen. Kann man sich auch mal einen teureren Urlaub leisten. Und dann kann man ab und zu mal so ein paar Kleinigkeiten den Kindern und der Frau schenken. Man muss ihn nicht verwöhnen, aber man kann ihnen halt ab und zu mal was Gutes tun. Und ich denke, 3.000 Euro im Monat ist mehr als gut. Ja, der Boy, wenn dir das Thema nicht gefällt, das ist genau das, was ich schon die ganze Zeit sage, dann schau einen anderen Stream bitte an. Dann bist du im falschen Stream, wenn dir das Thema nicht gefällt. 5.000 im Monat ist heftig, ja. 3.000 im Monat ist auch schon für viele heftig. Also 3.000 im Monat ist wirklich sehr viel. Und wenn man 3.000, ich habe jetzt bloß irgendeine Zahl genannt, halt mit die 5.000. Wenn man 3.000 im Monat hat, hat man Geld, um ein bisschen was auf Seite zu legen. Dann kann man einmal im Jahr für 2 Wochen einen schönen Urlaub machen mit der Familie. Dann kann man gemütlich sein Leben führen. Man hat ab und zu mal ein bisschen Geld, um sich mal eine Kleinigkeit zu gönnen. Wenn das Auto kaputt geht, muss man nicht zittern und baggern. Bam, bam, bam. Baggern, ja. Zittern und bibbern, dass man das dann 3 Monate lang abstottern darf. Wenn man reparieren lassen muss und so weiter. Und das ist letzten Endes halt so die Sache. Ja, man könnte dann für die kleinsten Kleinigkeiten, man könnte einfach ein gemütliches Leben führen. Man muss nicht den ganzen Tag buggeln und katzbuggeln für seinen Job. Und glaubt mir, ich habe das mein Leben lang auch schon gemacht. Nein, hast du nicht. Und ich kenne Menschen, die machen das. Mach's ein. Und es gibt Menschen, die haben Spaß daran. Die machen ihren Job gerne. Und das ist ja auch schön. Das ist in Ordnung. Ich kenne Mechaniker, ich kenne Straßenbauer, ich kenne Leute. Und 3.000 Euro, du musst ja auch erstmal sehen, ist das jetzt 3.000 netto, die du bekommst? Oder ist da jetzt schon, was weiß ich, Versicherungskacke runter? Weiß ich nicht. Also, da kommt ja noch was zusammen. Ne? Also, Steuern, die gehen ja auch noch alle runter. Wenn du jetzt sagst, 3.000 brutto, ist das nicht gerade viel. Also jetzt für 2 Kinder mit Frau, Familie, eigenes Haus, eigene Karre und noch 2-mal im Jahr im Urlaub. Also da wird es dann schon ein bisschen eng. Bitte die Autoteile herstellen. Ich kenne viele Leute, denen macht ihr Job Spaß. Die verdienen nicht so viel, aber die haben genug Geld im Monat. Und die sind froh drüber. Und die feiern halt das auch. Die feiern ihre Arbeit auch. Das ist auch in Ordnung. Aber für mich ist das nicht. War es auch nie. Und wenn einen normalen Job nachgehen würde, ich hätte im Monat zwischen 1,3 und 1,5 auf dem Konto. Das reicht nicht einmal, um Geld auf Seite zu legen, weil jedes Mal, wenn ich Geld auf Seite legen würde, würde ich dann schon, dann muss dann bloß beim Auto ein kleines Teil kaputt gehen, da habe ich vielleicht 5 Monate lang 500 Euro auf Seite gelegt, also jeden Monat 100 Euro auf Seite gelegt und dann hätte ich da schon immer gespart wie sonst was und hätte schon immer gehabt und dann hätte ich von den 500 Euro dann plötzlich die Autoteile für 480 Euro kaufen müssen und ich sage das deswegen als Beispiel, weil ich das schon gehabt habe. Ja? Ich habe mal, als ich mit meinem Ja, so kann das halt gehen. Deswegen finde ich es komisch, dass er sich jetzt so ein fettes Auto da kauft. Weil dann kostet es nicht mal eben 480 Euro, wenn irgendwas Kleines kaputt ist, sondern bist du mal ganz schnell schon im vierstelligen Bereich. Als ich mein Führerschein angefangen habe und so, und als ich dann nochmal gearbeitet habe und dann festangestellt war, habe ich ungefähr 1,3, 1,5 im Monat verdient. Das kam immer auf die Schichten an, die ich gemacht habe. Bei Nachtschicht habe ich mal 1,5, 1,6 auf dem Konto gehabt und bei Normalschicht habe ich dann zwischen 1,3 und 1,4 auf dem Konto gehabt. Und da lege ich halt dann jeden Monat, habe ich dann 100 Euro auf Seite gelegt und plötzlich ist am Auto irgendein Teil kaputt gegangen. Dann muss ich das Teil ersetzen und es hat mich dann einfach fast die kompletten Ersparnisse gekostet. Ich habe dann nicht einmal 500 Euro auf der Seite gehabt und die waren dann komplett weg wieder, bis auf den 20er. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los und dann habe ich wieder irgendwie mal 200, 300 Euro auf Seite gehabt und dann kam wieder irgendwas anderes, was ich gebraucht habe für mein Auto oder für nicht nur fürs Auto, auch fürs Haus oder so mal und dann zack, war die Kohle wieder weg. Und das, wovon ich rede, davon kennt, das wissen viele wahrscheinlich, da kennen sich viele mit aus, denke ich. Und das ist halt so eine Sache, ich möchte sowas halt nicht. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin euch dafür auch sehr dankbar, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich das nicht mehr habe, weil ich bin letzten Endes euch zu Dank verpflichtet, dass ich dank euch so mit YouTube weitermachen kann und YouTube so weiterleben kann, dass ich meine ganzen Streams, meine ganzen Videos, dass ich meine mit meinem Job, mit meinem Beruf, den ich habe, mit meiner Arbeit, die ich ausübe, dass ich damit so viel Geld verdiene, dass ich genug Geld am Ende vom Monat auf der Seite habe. Und deswegen danke ich euch dafür. Das wäre mir als Sonderschüler ungelernte Kraft in irgendeiner Firma nie gelungen. Da hätte ich mich in einer Firma hocharbeiten können, wie ich gewollt hätte. Da hätte ich am Ende trotzdem maximal 2.000 gehabt und selbst das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das Höchste, was ich je verdient habe, waren 1.830 Euro ungefähr. Und das ist Jahre her. Ja, und da habe ich aber auch Nachtschichten geschoben ohne Ende, muss man dazu sagen. Ne? Nachtschichten, Sonderschichten, Feiertage, Zuschlag, Arbeitsgearbeit und so weiter. Das ist einfach krank gewesen. Und wie da man ja viel weiß, wie und was er gearbeitet haben möchte und sollte oder was weiß ich, wie er das
bezeichnet. Ja, weiß ich nicht. Das klingt wieder nach so einer Woche oder 2 Wochen war er dann in irgend so einem Betrieb eingespannt und dann haben sie ihn da gesagt, ja, Herr Wingler, hier mal jetzt auch an Wochenenden und so, oh, ja, muss das sein, ja, muss sein, ist jetzt halt, sie sind jetzt hier noch, weiß ich nicht, Probezahl, keine Ahnung, irgendwas halt, müssen sie jetzt machen, bla bla, ui, ui, ui. Ja, ist hart, ich weiß. Ja, mal sehen, ob ich das 2 Wochen durchhalte. Und naja, und jetzt sagt er hier halt, ja, ich habe das 5 Jahre lang gemacht und Mann, 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 das war schon hart. Also es kommt immer so ein bisschen so rüber und wird wahrscheinlich auch so sein, als wenn das jetzt einfach mal 3 Mal in seinem Leben gewesen ist, dass er da an irgendeinem Feiertag vielleicht für eine Stunde dann auf der Arge gemeddelt ist und da irgendwas gemacht hat, aber das halt nicht 5 Jahre lang am Stück und was weiß ich, unter welchen Bedingungen, ne? Also ja, ist immer schwierig. War das jetzt wirklich so oder naja. Sagt, ich kenne viele Menschen, die das machen und ich respektiere Menschen, die das machen, weil ich eben viele Menschen aus eigener Erfahrung kenne und weil ich die Arbeit selber kenne. Aber für mich ist das auf Dauer nichts. Ich komme damit nicht klar. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit YouTube Geld verdienen kann, ist sowieso gering. Aber ich habe es eben geschafft, dank euch. Und deswegen bin ich euch dafür unglaublich dankbar. Überstunden, kaum Freizeit, verspätete Zahlung. Ja, wie gesagt, ich kenne das. Kenne ich. Habe ich alles hinter mir. Welcher Job hättest du früher gehabt? Welchen Job hattest du früher gehabt und welche hatte dir am besten gefallen? Ach, ich habe so viele Jobs gemacht. Ich habe Autoteile hergestellt, ich habe Teile kontrolliert, ich habe beim Bäcker gearbeitet, beim Metzger gearbeitet, ich habe beim Metzger nicht, bei der Küche. In der Küche habe ich gearbeitet. Ich habe im Stahlwerk gearbeitet, ich habe beim Steinmetz gearbeitet, ich habe was habe ich noch gemacht? Bretter und Balken, also in einer Schreinerei, nicht in Schreinerei, warte, in einem Sägewerk habe ich gearbeitet. Ich habe mal 2 Wochen lang ausgeholfen beim Elektriker. Ich habe, und das war alles über Job, ne? Das war alles Siehst du über. hier, 2 Wochen ausgeholfen mal da und man weiß ja nicht, wie lange der ganze andere Kram, da ging das jetzt auch nur 2 Wochen oder waren es sogar mal 2,5 oder weiß man ja schon wieder nicht. Ne? Kann ja auch sein, dass er da in einem Jahr 30 Jobs gemacht hat und davor die, was weiß ich, 20 Jahre halt gar nichts gemacht hat. Kann ja auch sein. Über Zeitarbeit und so weiter. Was habe ich noch gemacht? Lager. Ich habe mehrere Lagerarbeiten gemacht in verschiedenen Berufen, in verschiedenen Firmen. Ich habe Playmobil-Spielzeug hergestellt. Ich habe Lego-Spielzeug hergestellt. Ich habe bei Big gearbeitet, wenn euch die Firma was sagt, Big Arbeit. Ich habe mich mal beworben gehabt, beziehungsweise vorgestellt gehabt bei Bauer, heißt das, glaube ich. Das ist so eine Teefabrik. Da habe ich mich mal vorgestellt gehabt. Da ist aber nichts draus geworden. Ich habe für Punica schon gearbeitet, tatsächlich. Also ich habe auch schon für viele Firmen gearbeitet, die wirklich namenhaft sind. Ich habe wirklich alles Mögliche, also ich habe wirklich alles Mögliche an Drecksjobs angenommen in meinem Leben. Und das ist einer der Gründe, warum ich da absolut keinen Bock drauf habe. Ja, das ist ein Grund, warum ich da keinen Bock mehr drauf habe, weil einfach macht das einfach keinen Spaß und es macht auch einfach keinen Sinn für mich. Nee, nee, nicht Big, nicht die Feuerzeuge. Kennt ihr diese kleinen, ich habe nicht von den Big-Feuerzeugen geredet. Kennt ihr nicht diese kleinen, wie heißen die? Diese Fahrzeuge für die Kinder, wo sie sich draufsetzen können. Diese Go-Karts oder was das sind. Für sowas habe ich gearbeitet. Nee, Zigarrenreview könnte ich nicht machen, weil dann kenne ich mich damit nicht gut genug aus. Da musst du die Hater fragen, Thomas, das weiß ich nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bobbycars sind das, genau, Bobbycars. Ich habe den Namen letztens nicht mehr gewusst. Genau, Bobbycars von Big war das. Da habe ich gearbeitet mal eine Zeit lang. War aber auch bloß mal so 2, 3 Wochen. Ich habe fast jeden Job, den ich gemacht habe, bis auf den letzten, in dem ich dann aktiv auch festangestellt war, bis auf den habe ich eigentlich nahezu jede zweite, dritte Woche woanders gearbeitet, weil es einfach Ding ist. Weil es einfach, ach, ich weiß nicht. Das ist einfach alles problematisch gewesen. Mit diesen scheiß Zeitarbeitsfirmen. Die stellen dich halt ein und dann haben sie halt für 2 Wochen was, wo sie Aushilfe brauchen, weil da halt gerade einer krank geworden ist, der aber da normalerweise fest drinnen ist über die Zeitarbeit und der ist halt für 2 Wochen krank oder 2 Wochen im Urlaub und dafür brauchen sie dann plötzlich jemanden und dann rufen sie halt jemand Neues an, den sie dann halt da schnell reinschmeißen, weil alle anderen halt fest eingestellt sind. Und dann hast du für 2 Wochen einen Job und dann wirst du nach 2 Wochen wieder woanders hingeschickt und dann nochmal woanders hin und dann heißt es plötzlich, ja, du hast im Moment, haben wir leider nichts Neues, musst jetzt leider erst einmal auf Abruf zu Hause bleiben. Dann bleibt man auf Abruf zu Hause, wird vielleicht einmal noch für 2 Tage irgendwo anders hingeschickt und dann heißt es plötzlich, ja, sorry, wir müssen den Vertrag kündigen. Und dann heißt es im Nachhinein plötzlich, man hat, was weiß ich, so hart gearbeitet mit Nachtschichten und an Feiertagen und was nicht alles und ja.
In Wirklichkeit war das dann vielleicht mal ein Tag in 3 Wochen, wo das dann mal so war. Aber das kann man sich ja dann alles wieder schön hinbasteln, so dass es halt wieder klingt wie, ja. Aber jetzt, naja, erzählt er ja anscheinend, wie es wirklich war. Das funktioniert so leider nicht weiter, weil die aktuell keine neuen Jobs haben oder so. Das ist dann vor allem im Sommer der Fall, im Hochsommer, wo dann Sommerferien sind, oder im Winter jetzt zur Weihnachtszeit gewesen ist oder zur Ding, so zur Weihnachtszeit oder zur Faschingszeit beziehungsweise zur Silvester-Neujahrzeit. Da wird man dann meistens muss man dann meistens über Neujahr, Silvester arbeiten und auch über Weihnachten hindurch arbeiten, weil da eben die Leute alle Urlaub haben. Aber manche Firmen halt nicht Schluss machen, sondern die machen halt weiter. Und dann werden halt lauter Zeitarbeitsleute eingestellt und halt ein, zwei Chefs, die dann halt da sind über den Tag und dann wird halt dann da gearbeitet. Wenn du die Wahl hättest zwischen wieder Hate oder plötzlichen Normalgewicht. Was? Wenn du die Wahl hättest zwischen nie wieder Hate oder plötzlich Normalgewicht, wie würdest du dich entscheiden? Was ist das für eine beknackte Frage? Was ist Normalgewicht? Gegen den Hate komme ich an, aber Normalgewicht wäre schon cool. Aber hast du keine Angst, dass es nach dem Gefängnis dann gar nicht weitergeht? Leute, hört doch mal auf mit diesem scheiß Gefängnis. Ihr habt doch absolut keine Ahnung, ob ich im Gefängnis lande. Du hast doch vor 20 Minuten oder so gesagt, dass du selber nicht an den Freispruch glaubst. Also ist das so eine berechtigte Frage. Weil wenn man halt 2 Jahre dann nichts macht, ja, interessant, ob dann noch das so weitergeht wie davor. Und naja, man weiß es nicht. Sache, was machst du, wenn du alt bist oder YouTube nicht mehr gibt? Naja, ich habe ja auch Alternativen, ne? Ich suche mir ja auch Alternativen und mache mir ja auch Alternativen. Denn jetzt so, dass ich jetzt da nie was mache in die Richtung. Wie viel wiegst du? So viel wie ich wiege. Wie sieht die perfekte Beziehung aus? Sowas wie eine perfekte Beziehung gibt es nicht. Ja, hier ist schon wieder Winkler. Ja, bitte mit Blaulicht. So, wieder da. Verliebst du dich eher schnell oder eher langsam? Kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was du unter schnell und was du unter langsam verstehst. Das kommt natürlich immer auf die Person als solches an. An was glaubst du, liegt dein Pech bei Frauen? Wer sagt, dass ich Pech bei Frauen habe? Ich sehe nicht, dass ich Pech bei Frauen Nein, alles habe. egal. Drache, was hast du für passive Einkommensquellen? Das werde ich euch bestimmt erzählen, weil euch das auch so viel angeht. Ich wollte mir bestimmt kein Tattoo machen. Ich wollte mich tätowieren lassen. Das ist ein Unterschied. Ich selber kann mit Tätowieren nichts anfangen, weil ich selber nicht. Dass wieder hier Winkler ist vom Allerfeinsten. Ich selbst wollte kein Tattoo. Ich wollte mich tätowieren lassen. Aber ich sehe auch keinen Sinn darin, sich tätowieren zu lassen. Ah ja, okay. Also, so eine Sätze kriegt auch echt nur er hin. Also, das ist wirklich beeindruckend. Ich kann nicht mal zeichnen. Und tätowieren werde ich mich mit Sicherheit nicht, selber wenn ich keinerlei Ahnung davon habe, wie das funktioniert. Wer sagt denn bitte das, Haber? Mich würde interessieren, woher ihr immer eure nicht vorhandenen Informationen zieht. Weißt du, wer deine ganzen Discord-Gespräche liegt? Meine Discord-Gespräche liegt niemand, ich bin die letzten Wochen und Monate fast immer allein im Discord, bis auf zwei Leute, die mal da waren in der letzten Zeit. Gestern war mal jemand da und davor mal einer vor einer Woche oder so. Ich bin so gut wie immer allein im Discord. Da liegt niemand irgendetwas. Und das interessiert mich auch nicht, wer es ist. Wenn jemand so wenig Intelligenz besitzt, sowas zu machen, dann soll er das machen. Würdest du dir eine Pistole kaufen für Selbstschutz? Nö, für Selbstschutz nicht. Wenn, dann, weil ich schießen mag. Aber ich bevorzuge eigentlich Klingen. So, ich bin wieder da, musste meinen Goldfisch vom Ertrinken retten. Sehr witzig. Dieser Scheiße da. War noch nie eine Frau aus dem Off in deine Videos oder Streams gesprochen hat. Und wenn du was beweisen könntest. Pass auf. Glaubst du, dass ich streame, wenn meine Freundin hier ist? Oder glaubst du. Ja, das willst du definitiv zeigen. Wir erinnern uns an den Besuch von Bianca auf der Zaren-Couch, die sofort vorgeführt werden musste und natürlich auch versucht werden musste zu erobern vor der Cam live. Dann der legendäre Kissenwurf, der ja auch live abgehalten wurde. Also wenn er das nicht wollen würde und jetzt behauptet, der glaubst du, ich würde das hier machen, dann würden ja auch solche Szenen nicht von ihm existieren, die er selber ja gemacht hat und auch selber inszeniert hat. Also ja, ich weiß nicht, also. Dass ich Videos mache, wenn meine Freundin hier ist. Das heißt, wenn ich eine habe. Hater waren schon immer eklig, das ist ja der Witz an ihnen. Die Hater versuchen immer andere ins Eklige zu ziehen, damit sie selber nicht ganz so eklig rüberkommen. Das ist der ganze Trick daran.
Das ist im Prinzip genau das gleiche wie die Leute, die immer versuchen, schlauer zu sein als oder schlauer zu wirken, als sie sind. Die gehen einfach her und suchen sich einen dümmeren Menschen und dann geben sie vor dem halt mit ihrem Halbwissen an. Also erstens mal war Bianca nie eine Freundin von mir. Nee, aber du hättest es gerne gewollt, dass es so ist. Sondern es war eine Zuschauerin, die mich mal besucht hat, mit der ich davor und danach auch nichts mehr zu tun hatte. Und zwar der du davor und danach nichts mehr zu tun. Ey, das sind Sätze. Ach so, die ist da einfach gespawnt, oder was? Davor hattest du nie was mit der zu tun. Die steht dann auf einmal vor deinem Tor und du sagst, ach, Mensch, hi, komm doch rein. Kannst dich mitten in meinen Stream setzen und dann tue ich so, als ob ich dich küsse und versuch's auch. Aber wir hatten nie was miteinander zu tun davor, also wir kennen uns nicht. Aber schön, dass du da bist. Zweitens ist die ganze Sache mit diesem Quatsch da, dass ich euch die zeigen würde, Blödsinn. Das damals war ein Fehler, das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Ich weiß nicht, was aus der da geworden ist, ich habe mit der da keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, darüber hinaus hat sich das dann erledigt. Und ich würde euch das nicht zeigen, warum sollte ich das? Glaubst du, dass du dich selbst realistisch reflektieren kannst? Ich glaube das nicht nur, ich weiß das. Lass mal ein Rennen machen mit dem Ranger und mit meinem RS3. Hast du mir vorhin nicht zugehört, als ich sagte, dass es Bullshit ist? Ich mache keine Rennen. Ich habe mir das Auto nicht gekauft, um Rennen zu machen. Aber weißt du was? Ja, machen wir. Ich suche die Strecke aus, okay? Dann suche ich mir eine aus mit Geröll und Bergen und alles und schön hoch und schlammig und matschig und dreckig und du bleibst stecken und ich fahre weiter. Dann brauche ich nicht schnell sein. Man muss nicht schnell sein, man muss nur clever sein. Wie gesagt, aber ich suche die Strecke aus. Mach mal schöne Bergpiste, schöne Offroad-Piste mit 20 cm tiefem Schlamm. Schauen wir mal, wer da rauskommt. Respekt, es gehört sehr viel dazu, so selbstbewusst zu sein wie du. Ich würde daran zerbrechen in deiner Situation. Ich verrate dir mal was über Selbstbewusstsein. Mach dir klar, wer du bist. Denk darüber nach, was du alles erreicht hast, was du alles erlebt hast. Aber nicht nur deine guten, sondern auch deine schlechten Sachen. Überleg dir, was deine positiven und was deine negativen Eigenschaften sind und realisier sie real. Und nicht nur irgendwie, dass du dich für dich selbst schöner hinstellst. Du musst deine hässlichen Seiten genauso gut kennen wie deine guten Seiten. Und dann hat es mit Selbstbewusstsein nichts mehr zu tun. Du weißt einfach, wer du bist. Du weißt, was du hast. Und darüber hinaus kann dir das niemand nehmen. All diese Jahre an Erfahrung, all diese Hater in den Jahren meines Lebens, die haben mich nur stärker gemacht, nicht schwächer. Weil sie letzten Endes einfach nur ein Haufen von erbärmlichen... Dann darfst du aber auch nicht rumjammern die ganze Zeit. ...Leuten sind, die ihre Aufmerksamkeit darin suchen, anderen Leuten ans Bein zu pissen und auf den Sack zu gehen. Und ich stehe ganz alleine hier gegen all diese Menschen. Und ich sehe aber nicht, dass ich jetzt gerade schon wieder 10 Leute vor meiner Tür habe. Ich sehe auch nicht, dass gerade Leute wieder versuchen, über meinen Zaun zu klettern oder an meinem Tor rumzureißen oder mit Sachen aufs Haus zu schmeißen. Ich sehe all die Menschen, die das bereits getan haben, all die Menschen, die das bereits gemacht haben und all die Menschen, die ich bereits überlebt habe. Und dann weiß ich, wer ich bin. Und das hat mit Selbstbewusstsein nichts mehr zu tun. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, ganz klar. Und die muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber letzten Endes musst du dein Leben so führen, dass du zufrieden bist. Nicht der Mensch neben dir, nicht der Mensch vor dir, nicht der Mensch hinter dir. Bist du zufrieden, Rainer? Ja, oder der Mensch an deiner Seite. Völlig uninteressant. Es geht immer nur darum, dass du als dein eigener Mensch, als deine eigene Person zufrieden bist und zurechtkommst. Weil jemand anders muss dein Leben nicht führen. Du führst dein Leben. Du, nicht jeder andere. Nur du. Du bist alleine geboren und du wirst alleine sterben. Yay, ich bin alleine geboren worden. Ach, meine Mutter war nicht da, alles klar. Wunderbar. Ach, man spawnt ja einfach, stimmt, Entschuldigung, habe ich vergessen. Man ist ja einfach da, man kennt niemanden vorher, man kennt niemanden danach und man verreckt dann auch. Man despawnt dann einfach wieder. Einfach so und wutsch. Und dann ist man wieder weg. Was sagst du zum Klimawandel, Drache? Ich sag dazu, bei mir ist es 2,5 Grad draußen, es soll heute noch regnen und schneien. Und ich sag dazu, dass ich mir den Arsch ablache, wenn die Hater dann im Regen und Schnee draußen stehen bei dem Wetter. Und in der das wäre ja eine Frage gewesen, was sagst du zum Wetter heute? Kälte. Ich war vorhin kurz mit dem T-Shirt draußen, als ich die Post geholt habe und ich habe mir den Arsch abgefroren, nur die 2 Minuten, die ich draußen war. Und manche von denen stehen schon den ganzen Tag draußen. Ist nach deiner Meinung ein Tierleben genauso viel wert wie ein Menschenleben? Nein. Nach meiner Meinung ist ein Menschenleben nicht so viel wert. Ein Tierleben ist in meinen Augen mehr wert. Hier geht's irgendwie um alles. Ja, ach, sag bloß. Willkommen beim Drachenlord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voll Idioten vor meinem Haus. Sie stehen hier so dumm. Wie kann man nur so dämlich sein, oh Mann. So viel Zeit hat keiner. Das kann doch gar nicht sein.
Ich hab den Text verkackt. Die Menschen gehören doch genauso zur Erde wie alle anderen auch. Ja, sie gehören zur Erde wie alle anderen auch. Der Witz daran ist nur, dass sie die Erde zerstören ohne Ende. Der IQ von den und deswegen kaufst du dir einen Ford Ranger und ja, willst jetzt da Kilometer auf den Tacho bringen und dann schön ordentlich mit dem fetten Diesel richtig was tun, damit es der Erde gut geht und damit du die nicht kaputt machst. Und deswegen kaufst du auch immer ganz, ganz wenig nur Tiefkühlessen und auch ganz wenig nur von irgendeiner Billigscheiße, von irgendeinem Billigfleisch, damit du auch guten CO2-Abdruck hast. Ich meine, muss man jetzt ja sagen, wenn er jetzt so da sagt, oh, die scheiß Menschen machen die Erde kaputt, dann musst du ja irgendwas tun, damit du das nicht machst, wenn das dir so viel bedeutet ja anscheinend und das für dich ein Argument ist. Dann, ja, weiß ich nicht. Hättest du ja auch ein E-Auto kaufen können. Oder ein Bahnticket. Geht auch. Aber man weiß es nicht. Oder ein Fahrrad. Geht auch. Hey, dann beträgt weniger als der von einem Schuh, ey. Und das ist noch eine Beleidigung für den armen Schuh. Hast du Angst vor der Zukunft? Nein. Ich habe vor gar nichts Angst. Oh, vor nichts? Angst ist im Prinzip auch nur eigentlich eine neurale... Hast bestimmt alles erfunden, ja. Wie sagt man, eine neurale Aktion im Kopf, die dich nur vor Gefahr warnen soll. Ah. Keine Angst, ist klar. Vor was soll ich denn Angst haben? Vor den Hatern? Der Witz ist gut. Pass auf, ich drücke mich anders aus. Das ist wahrscheinlich schlauer. Ja, ich habe Angst. Aber anders als die meisten Menschen habe ich keine Angst davor, gegen meine Angst zu kämpfen. Und deswegen habe ich keine Angst. Das ist vielleicht die bessere Aussage dahinter. Ich höre weder auf mein Herz, noch höre ich auf meinen Kopf. Im Normalfall sprechen die beiden sich ganz gut ab. Ich glaube, wir beenden den Stream mal langsam, ja? Weil die Fragen werden langsam immer nonsensmäßiger. Ah, ich schlafe allerdings gleich ein. Ich bin doch wieder lustig, dass wir über 800 Zuschauer haben, aber nicht einmal 400, nicht einmal 340 Likes. Es ist kein Fake, ich bin echt müde, ich habe ja kaum geschlafen. Ich habe mich um 5 Uhr hingelegt, bin um 7 Uhr schon wieder aufgeweckt worden, dann nochmal um 8 Uhr, nochmal um 10 Uhr und seit 10 Uhr bin ich wach. Du brauchst doch nicht viel Schlaf. Ja, aber selbst ich brauche ein Minimum von 4 Stunden. Das ist nur Pokémon, die mal ein paar spielen. Erst einmal müsste ich mir das kaufen. Ich habe nichts davon erzählt, dass ich pennen gehe, glaube ich. Ich sagte nur, dass ich müde bin. Pennen würde ich nicht gehen. Pennen gehe ich definitiv nicht. Ich bin Lesbe, das ist schlimm. Nein, ist es nicht. Und Dan, lasst solche Sprüche. Sowas, auf sowas reagiere ich hochallergisch. Da könnte ich echt kotzen, wenn ich solche Sprüche höre. So, sagt der Frau, ja, sie ist lesbisch, sie hat kein Interesse an einem Mann. Dann kommen Männer daher und sagen, ach, keine Sorge, ich sorge schon dafür, dass du wieder hetero wirst. What? Nein, wirst du nicht, weil eine Frau, die kein Interesse an Männern hat, kein Interesse an Männern hat. Punkt. Das hat damit nichts zu tun. Eine Hackfleischsuppe habe ich gegessen. Den Rest, also einen Teil davon. Den Rest esse ich heute Abend. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch 2 Minuten oder noch eine Minute. Dann sind wir auf 1:45 und dann muss es reichen für heute. Ich muss dann mal ein bisschen produktiv werden heute noch. Schlaf gut, Drache. Ich gehe nicht schlafen. Alles gut, Leute. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tüdelü, ade und bleibt schön. Ja, nee, ist klar. Ach ja. Ja, hat sich eigentlich jetzt erstmal nicht viel verändert. Man wird sehen, wann es dann wirklich soweit ist mit dem Auszug. Und ja... Man weiß es nicht, wann das jetzt soweit ist. Er macht ja auf jeden Fall erstmal noch so weiter wie bisher. Und ja, also erstmal hat sich jetzt gar nichts verändert. Haben ja auch schon gedacht, dass es da nicht irgendwie am 5.1. dann der große Auszug ist, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Kommt ein bisschen später, habe ich den Eindruck. Also... Man wird sehen. Er wird auf jeden Fall jetzt erstmal noch so weitermachen. Wie bisher. Seine Schallplatten uns vorspielen. Und ja. Nur mit dem Unterschied, dass er ist natürlich... Jetzt ist es natürlich alles scheißegal, was die Leute da machen bei ihm vorm Haus. Na, und das ist der einzige Unterschied, der jetzt da ist. Sonst hat sich jetzt nicht viel verändert. Und dass halt ein neues Auto auf dem Hof steht, das wo fährt. Ja. Naja, ich kann nur sagen,
Es gibt auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen mehr Material, was man ja verwenden kann. Und deswegen versuche ich jetzt mal ein paar Aveng mehr Videos zu machen. Ja, muss ja im Dialekt bleiben. Und dann würde ich sagen, hört man sich beim nächsten Mal wieder. Stay strong, forever and always. Und munter bleiben.